raus aus der Halle, rauf auf den Sportplatz, denn beim Ansporteln, dem traditionellen Sportfest der LG Nord, ist der Startschuss für die Freiluftsaison erfolgt. Es ist das Opening und hier sollen klein und groß aus der Familie der LG Nord und natürlich auch der drei Vereine SCT Glafforst, BSC Rehberge und VfB Hermsdorf zusammenkommen, um gemeinsam Sport zu machen. Und das Event ist beliebter denn je. Mit insgesamt 311 Teilnehmern und über 500 Meldungen aus 28 Vereinen. Rekord für die Veranstaltung. Ja, also ich freue mich schon sehr, weil es war eigentlich schon 2 Jahre her, wo ich beim letzten Wettkampf teilgenommen habe. Wir haben auch wirklich trainiert dafür und wir freuen uns einfach und wollen einfach zeigen, was wir drauf haben. Persönliche Bestleistungen zu erreichen und vielleicht einen Trippchenplatz zu erreichen, also auf dem Trippchen zu stehen. Im Stadion an der Finsterwalder Straße wird an diesem Wochenende nicht nur gesprintet, gesprungen und geworfen, sondern auch gemessen, gerichtet und gewertet. Parallel zum Ansporteln werden auch zahlreiche andere Berliner und brandenburgische Meisterschaften ausgetragen. Das ist Leichtathletik in all ihren Facetten. Eins der Dinge, die bei uns in der LG Nord ganz wichtig sind, ist der Zusammenhalt, das Gemeinschaftsgefühl, dass man trotz aller Individualdisziplinen Familie ist und Familie hat und versucht eben halt gemeinsam so einen Wettkampf zu gestalten. Denn nicht nur der Leichtathletik-Nachwuchs bestreitet unter strahlend blauem Himmel seine Mehrkämpfe, auch die erfahrenen Sportlerinnen und Sportler kommen auf ihre Kosten. So trifft eine Generation von Sportlern auf die nächste und das Ansporteln wird zu einem Leichtathletikfest für alle. Es ist ein bisschen so wie in meiner Kindheit früher, da gab es das auch immer, diese Bahneröffnung und das ist ein bisschen ja wie also ein Flashback und es macht immer Spaß, auch so viele junge Menschen zu sehen, dass sie so viel Spaß haben am Sport. Wer vom Sport noch nicht genug hat, der sollte sich auf jeden Fall auch die anderen Events von der LG Nord und vom SCT Glafforst nicht entgehen lassen. Sowohl für den Berliner Firmenlauf als auch den Reinickendorfer Halbmarathon könnt ihr euch immer noch anmelden. Vieles also, auf das es sich hinzufiebern lohnt, doch der Startschuss für die Freiluftsaison 2022 ist ja gerade erst erfolgt. Doch schon jetzt scheint es eine vielversprechende Saison zu werden.